Herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Moduls Erleben. In diesem Video geht es um die Reflexion der bisherigen Lernerfahrungen und wie die Methode AudioWalk als pädagogisches Werkzeug verwendet und selbst gestaltet werden kann. Wenn Sie den AudioWalk ausprobiert haben, laden wir Sie jetzt ein, nachzuspüren. In welchen Momenten haben Sie die Vielfalt der Umgebung besonders erlebt? Welche Gefühle waren beim Spaziergang präsent? Was ist Ihnen sonst noch in Erinnerung geblieben? Pausieren Sie gerne das Video, um sich zur Lernerfahrung durch den AudioWalk einige Notizen zu machen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Erfahrungen im Forum dieses Moduls teilen. Auch für die Anwendung des AudioWalks mit Gruppen empfehlen wir, das Erlebte zu reflektieren. In Workshops mit Acting Green machen wir das nach fast jeder Übung. Warum? Lernen entsteht im dynamischen Zusammenspiel aus Aktion und Reflexion. Die Reflexion hilft beim Nachspüren, Erkennen und Verinnerlichen von Erfahrungen. Weitere Anregungen und Informationen zu den Themen Reflexion und Teilen finden Sie im Modul 5. Nehmen Sie sich Zeit für eine Reflexion mit Ihrer Gruppe. Diese kann alleine, in Kleingruppen oder in der gesamten Gruppe erfolgen. Hier einige Beispielfragen. Wie hast du den AudioWalk erlebt? Was hast du gefühlt? Gab es Momente der Dankbarkeit oder der Traurigkeit? Gab es Momente, in denen du Vielfalt erlebt hast? Was bedeutet Vielfalt für dich? Warum ist Vielfalt für uns wichtig? Wichtig dabei, es gibt keine falschen Antworten. Von der Reflexion des AudioWalks kommen wir nun zu seinem didaktischen Aufbau und der Frage, wie der AudioWalk mit den im ersten Video vorgestellten Grundgedanken zusammenpasst. Im AudioWalk hören die TeilnehmerInnen interessante Anregungen zur Biodiversität. Die Gedichte und Geschichten im AudioWalk sind künstlerische Elemente, die einen Zugang zur eigenen Kreativität und der Gefühlswelt schaffen können. Mögliche angenehme wie unangenehme Gefühle bekommen Raum. Eine der Geschichten im AudioWalk fördert beispielsweise das Erleben von Staunen und Dankbarkeit. Das Konzert der ausgestorbenen Arten wiederum öffnet einen Raum, in dem Gefühle wie Traurigkeit Platz finden. Der AudioWalk enthält außerdem unterschiedliche Impulse zur Wahrnehmung der Umwelt mit allen Sinnen. Der Naturraum, in dem sich die TeilnehmerInnen bewegen, wird dadurch bewusster wahrgenommen und wird zum Lernsetting für das Thema Biodiversität. Vielleicht wird durch die Einladung zum ganzheitlich Wahrnehmen auch bewusst, das hat etwas mit mir zu tun, und stärkt die Handlungsbereitschaft der Lernenden, sich für Vielfalt der Natur einzusetzen. Kommen wir nun zur Frage, wie Sie diesen oder ähnlich gestaltete AudioWalks gut in Ihre Arbeit mit Gruppen einbinden können. Die Methode eignet sich für alle möglichen Zielgruppen, egal ob Jugendliche oder Erwachsene, kleine oder große Gruppen. Ein AudioWalk kann sowohl als Themeneinstieg oder vertiefendes Element im Lernprozess dienen. Außerdem kann es auch eine Methode sein, die von Lernenden selbst entwickelt und genutzt wird. Eine Besonderheit der Methode ist, dass sie auch mit Gruppen eingesetzt werden kann, die physisch gar nicht beisammen sind. Jeder und jede kann den AudioWalk für sich erleben und das Erlebte dann gemeinsam, zum Beispiel in einem Online-Meeting, reflektieren. Auch weitere Online-Plattformen lassen sich dabei nutzen, um die Erfahrungen weiter zu bearbeiten. Miro, Padlet und Mentimeter sind einige Beispiele, die in Modul 1 bereits erläutert wurden. Wenn Ihnen die Methode des AudioWalks gefällt, können Sie nun auch selbst einen gestalten. Der Transfer dieser Methode in Ihren Kontext gelingt vermutlich am besten, wenn Sie sich dafür einige Fragen stellen. Wer ist denn Ihre Zielgruppe und was zeichnet diese aus? Denken Sie etwa daran, wie gewohnt Ihre Zielgruppe ist, mit Körper, Sinnen und Gefühlen zu arbeiten, aber auch, welche technische Umsetzung am besten funktionieren würde. Je nach Ihrer Einschätzung sollten Sie Inhalt, Gestaltung und Form des AudioWalks anpassen.
Welches Thema soll mit Hilfe des Audiowalks bearbeitet werden? Grundsätzlich kann ein Audiowalk für sehr unterschiedliche Themen genutzt werden. Im Sinne des digital draußen Lernens sollten Sie aber überprüfen, ob bzw. wie sich das Thema mit der realen Lebenswelt der Zielgruppe verknüpfen lässt. Ein Beispiel wäre, Sie arbeiten gerade am Thema tropischer Regenwald. Wenn Sie in gemäßigten Breiten zu Hause sind, wird es schwierig, hier das reale Erleben zu nutzen. Aber wenn Sie vergleichend an das Thema herangehen und etwa die Wälder Ihrer Region mit tropischen Regenwäldern in Bezug setzen, können Sie einen spannenden Audiowalk gestalten. Das reale Erleben des lokalen Waldes würde hier zum Beispiel mit Wissen und Vorstellungen zum Regenwald ergänzt. Aus Ähnlichkeiten und Unterschieden entsteht ein spannendes Lernsetting. Als dritte Frage für den Transfer empfehlen wir noch, sich zu überlegen, in welcher Phase des Lernprozesses Sie den Audiowalk einsetzen müssen und welche didaktische Funktion er dabei erfüllt. Je nachdem, ob der Audiowalk zum Einstieg oder zur Vertiefung in ein Thema genutzt wird, können Sie ihn entsprechend gestalten. Passen Sie etwa die Art und die Menge der Inputs dafür an. Prinzipiell unterscheiden wir zwei Arten von Audiowalks. Ein vorab aufgezeichneter Audiowalk, so wie Sie ihn erlebt haben, und ein interaktiver Live-Audiowalk, beispielsweise mit Hilfe der Plattform Zoom. Vom Planungsprozess unterscheiden sich die beiden Formen kaum. Bei letzterem können zusätzlich interaktive Elemente eingebaut werden. Beispiele hierfür skizzieren wir im Anschluss. Wie geht man nun an die Gestaltung eines Audiowalks heran? Sobald die Zielgruppe, das Thema und die Phase des Lernprozesses, in die der Audiowalk eingebettet ist, feststehen, werden Impulse gesammelt, die zum gewählten Thema und zur Zielgruppe passen. Lieder von KünstlerInnen, Gedichte, Zeitungsartikel, Auszüge aus Reden oder kurze Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Überlegen Sie, welche weiteren Elemente Sie noch einbringen möchten. Vielleicht eine Visionsreise, eine Wahrnehmungsübung oder Impulse dazu, Muster zu brechen und einzuladen, für die Dauer eines Liedes bei jeder Weggabelung links zu gehen. Bringen Sie dann all diese Impulse und Elemente in eine passende Reihenfolge, sodass ein roter Faden für den geplanten Audiowalk entsteht. Überlegen Sie sich jeweils Einleitungen und Übergänge für und zwischen den einzelnen Impulsen und Elementen. Wie kam es zu diesem Gedicht, zu diesem Lied oder zu dieser Rede? In welcher Zeit entstand dieser Impuls? Was möchte die Person dahinter vermitteln? Und vergessen Sie nicht, auch während des Audiowalks immer wieder bewusst die Wahrnehmung der Teilnehmenden anzusprechen. Was siehst oder hörst du? Was fühlst du gerade? Welche Gedanken tauchen dazu auf? Besonders in der Arbeit mit Jugendlichen empfehlen wir Musik oder Referenten zu verwenden, die aus ihrer Welt stammen. Also aktuelle Songs, die für die Jugendlichen im Trend liegen. Damit wird das Ansprechen der Gefühlsebene umso besser und stärker funktionieren. Für die Aufzeichnung eines Audiowalks können Sie mit einem normalen Aufnahmegerät arbeiten. Auch Smartphones bieten solche Funktionen in ausreichender Qualität. Ein Vorteil eines vorab aufgezeichneten Audiowalks ist, dass dieser jederzeit individuell genutzt werden kann. Kommen wir nun zum Live-Audiowalk. Für den Live-Audiowalk steigen die Teilnehmenden an einem Ort ihrer Wahl mit ihren Smartphones zeitgleich beispielsweise in einen Zoom-Call ein. Wie beim aufgezeichneten Audiowalk begleitet die Moderation die Teilnehmenden mit Impulsen auf ihrem Spaziergang. Zusätzlich können hier interaktive Elemente einfließen. Laden Sie die Teilnehmenden ein, während des Live-Audiowalks beispielsweise über ihr Mikrofon zu teilen, wo sie sich gerade befinden, was sie hören, was sie bei einer Visionsreise erlebt haben oder, wenn sie eine Superkraft hätten, welche das dann wäre. Geben Sie als Moderation eines Live-Audiowalks ganz klare Handlungsanweisungen für diese interaktiven Elemente. Laden Sie die Teilnehmenden ein, für die kommende Minute einzelne Wörter zu teilen, die zum Beispiel während einer Visionsreise aufgekommen sind. Ermutigen Sie die Teilnehmenden, sich einzubringen, aber weisen Sie auch darauf hin,
auf andere Wörter zu achten, also auf andere Teilnehmende, und Raum für andere zu lassen. Nach etwa einer Minute bitten Sie die Teilnehmenden, sich wieder stumm zu schalten. Fassen Sie abschließend kurz zusammen, was Sie gehört haben, und leiten zum nächsten Element in Ihrem Audiowalk über. Zusammengefasst braucht es folgende Schritte zum sinnvollen Einsatz eines Audiowalks in Lernsettings. Klären Sie die allgemeinen Fragen zum Thema, zur Zielgruppe und in welcher Lernphase Sie den Audiowalk einsetzen. Dann sammeln Sie passendes Material zum Thema und schreiben Sie ein Drehbuch. Zeichnen Sie anschließend den Audiowalk auf bzw. proben Sie die Moderation des Live-Audiowalks inklusive der notwendigen Technik. Führen Sie den Audiowalk schließlich mit Ihrer Gruppe durch und gestalten Sie abschließend eine Reflexion zum Erlebten. Das war unser Impuls für Sie, Körper, Sinnen und Gefühlen im Rahmen Ihrer pädagogischen Arbeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir möchten Sie ermutigen. Probieren Sie diese Form des ganzheitlichen, kreativen Lernens aus. Wenn Sie Freude an diesem pädagogischen Ansatz finden, empfehlen wir Ihnen weiterführend auch die Broschüre Vielfalt bewegt in den Materialien. Darin sind zahlreiche theaterpädagogische Methoden zum Thema Biodiversität beschrieben. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre pädagogische Arbeit.